Wunderbar und doch verstörend, wenn Maxine davon erfährt. Er bedrängt uns jetzt schon, etwas zu unternehmen. Unser hoher Lord, der Seneschall des Ordens, ein naiver Narr. Maxim sieht nur den Ruhm, einer unerreichbaren Ruhm, dank der Taten besserer Menschen, die lange tot sind. Maxim wird von dem Traum verzerrt, selbst zur Legende zu werden. Wenn er die Worte dieser Schwester hört, ihr Versprechen, dass wir den Dämon besiegen oder wenigstens ein Gleichgewicht herstellen können, dann fürchte ich, dass er etwas sehr Dummes tun könnte. Ich muss mich vorbereiten. Den sehen wir uns später, Wisselle? Okay. Glückwunsch, Ende von Akt 3. Ich könnte jetzt hier alle Quests annehmen und so, aber ich werde erstmal die Quests, die wir noch offen haben, in der anderen Station beenden. Und das war die Temple Station. Und wir kommen bald zur Basis der Templer. Das war das, was ich meinte. Pratch. Amüsierst du dich? Endlich! Oh, ich muss mal ein paar Sachen weghauen. So. Oh, und zwei blaue Hosen. Interessant. Nehmen wir das Schwert. Tiberius! Ich wusste, du schaffst es. Gute Arbeit, Wisselle. Sehr gut. Wir sind diese lästige Biest los und haben ordentlich was verdient. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Ich nehme das unbekannte Relikt. Okay, das dürfte alles gewesen sein. Wir gehen wieder zurück in die andere Station. Zur Monument Station. Hört sich an wie Monument Valley. Nur halt als Station. Okay. Und schauen uns mal die Sachen an, die wir hier alle so haben. Erstmal ein Punkt, den ich in Stärke stecke. Und dann mal die Hosen. 36 und Energie. Allerdings... doch. Gesundheitsregeneration verliere ich. Bisschen Ausdauer und Nahkampftempo-Bonus. Und ein bisschen Schild. Das Schild interessiert mich nicht. So, und jetzt schauen wir mal, ob die andere Hose vielleicht noch besser ist. Ordentlich Glück, verteilen gegen Phase, aber wenig die Energiepunkte sind es dann doch, die den Unterschied machen. Obwohl, verteilen gegen Phase ist besser als Schock. Ach egal, so, passt schon. Die Hose kann weg, dann schauen wir uns mal das Teil an, wenn ich mir neue Identifikationsmöglichkeiten besorgt habe. Oh, Nifa, was hast du anzubieten? Batterien. Wenn ich mal Batterien brauche, komme ich zu dir. Und eine Wilde. Nee, der Wilde. Wilde? Interessanter NPC-Name. Gut. Dann gucken wir mal Rüstung. Nein, kannst nichts. Okay, dann brauche ich eigentlich nur die hier. So. Gucken, nachgucken. Hier auch. Und das auch. Und dann wieder auffüllen. Okay, so. Und dann schauen wir mal. Infernalgewehr. Automatisches Gewehr. 6% Chance, Rückschlagbolzen abzufeuern, wenn ein Gegner getroffen wird. Physischer Schaden erhöht um 15% und Schildüberladung. Die Toten wissen nur eines, dass es besser ist, zu leben. Interessant. Gut. Auseinanderbauen, ach, weiß ich noch nicht so. Das Relikt hatten wir schon. Dann die Batterie. Bonus auf Schock und Giftangriffe. Das ist irgendwie Müll. Positiv, negativ, steckt das elende Ding einfach rein. Okay. Interessant. Dann ein Schwert Feuerfläche, das anscheinend ziemlich cool ist. Schildüberladung, Aura der Ablenkung 2 und Fechtkunst. Nein. Nichts für uns. Weg damit. Und noch ein Relikt für Bonus auf Schock. Angriffe. Braucht niemand. So, das Schild ist eigentlich das Beste. Das hier kann ich verkaufen. Die Batterie kann ich auch verkaufen. So, das behalten wir. Okay, Akt 3 abgeschlossen. Dann würde ich sagen, schneide ich hier und...
mach dann irgendwann weiter, wenn ich wieder Lust habe. Bis dahin, ciao.